Langfristig hat Poker viel mit Können zu tun, aber ich glaube, am Anfang, wenn man gerade anfängt, Poker zu spielen, dann unterschätzt man den Zufall und dann unterschätzt man, wie große Rolle das Glück kurzfristig eben spielt. Und ich habe halt am Anfang recht viel Glück gehabt und habe dann, also ich hatte ja auch nicht viel riskiert, aber ich habe dann, denke ich, zu viel von dem, was ich gewonnen habe, habe ich sofort wieder eingesetzt, hatte dann aber Glück und habe mehr daraus gewonnen. Und ja, so ging es eigentlich relativ schnell, würde ich sagen, innerhalb von ein paar Monaten oder einem Jahr, wo ich dann schon relativ hohe Beträge gespielt habe online, also ja, irgendwie schon in den Tausenden. Ja, ich hab mich wirklich total gefreut, als ich gewonnen habe. Ich habe vorher, ich habe über viele Jahre Online-Poker gespielt und es hat mir halt auch immer viel Spaß gemacht und ich hatte auch Erfolg, aber ich habe nie ein großes Live-Turnier gewonnen. Und dann eben den Super High Roller Ball zu gewinnen, also das größte Turnier des Jahres bis hierhin, also außer vielleicht diesen Main Event, was Peer Science gewonnen hat, das war schon unbeschreiblich. Und dann waren auch meine Freunde eben da, mit denen ich über viele Jahre Poker gespielt habe, wo auch einige investiert haben bei mir. Und ja, ich hätte mir kein schöneres Turnier aussuchen können, um zu gewinnen. Also wenn der Buy-in niedriger ist, dann ist es oft so, dass man selber komplett den Buy-in bezahlt. Aber in diesem Fall wäre es mir halt zu viel gewesen, $300.000 zu verlieren. Und dementsprechend haben einige andere Pokerspieler, die ich auch sehr gut kenne, haben investiert und haben bekommen dementsprechend auch einen Teil des Gewinns mit. Ich habe auf jeden Fall einen großen Eigenanteil, aber ja, also meine Freunde haben, der Gewinn ist ja $6 Millionen, also meine Freunde haben auch auf jeden Fall sehr davon profitiert. Es verändert jetzt für mich vom Geld her gesehen nicht so viel, aber es ist halt eine wunderbare Bestätigung im Spiel und ja, ich freue mich, dass ich halt auch für meine Freunde irgendwie gewinnen konnte. Und weil das halt so ein besonderes Event ist, gab es halt auch einige Freunde hier in London, die gesagt haben, hey, kann ich irgendwie 100 Pfund investieren, nur so zum Spaß, um mitfiebern zu können oder 30 Pfund oder was auch immer und denen sagen zu können, hey, ich habe gewonnen. 40 vor 20 war, macht auf jeden Fall Spaß. Ach, ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche materiellen Sachen jetzt gerade unbedingt brauche. Also ich bin glücklich in meiner Wohnung hier in London, wo ich jetzt gerade bin. Ein Auto braucht man hier in London eigentlich auch nicht unbedingt. Da kann man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinkommen. In dem Moment war es schon sehr, das war sehr nervenaufreibend, wo Jake all in gegangen ist und ja, wo es halt irgendwie wirklich um den Turniersieg ging. Also vielleicht nochmal für die Zuschauer, ich habe da, als die letzte Karte kam, der River, habe ich gesetzt und Jake ist all in gegangen. Das heißt, er hat alle Chips gesetzt und es ging praktisch darum, in dieser Hand, ob ich entweder Erster oder Zweiter werde. Und es war halt eine sehr, sehr knappe Entscheidung. Ich hatte halt nur eine Hand, die nur einen Bluff von ihm schlägt, also sonst wäre ich nie vorne. Und ja, habe halt dann in dem Moment gedacht, dass er oft genügend Bluff, um da den Call zu machen. Und ja, das war auf jeden Fall die nervenaufreibendste Pokerhand, die ich gespielt habe, würde ich sagen.